Vor langer Zeit gab es einmal einen großen Schatz in der Wüste. Und die Kammerjäger fanden ihn und töteten alle Bösewichte. Ende! Nein, 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 so fängt man doch keine Geschichte an. Ich fand's ziemlich gut. Und ich finde, du kriegst diese Woche nichts zu essen. So fängt man eine Geschichte an. Legenden erzählen von Captain Blades verlorenem Schatz des Sandes. Von Beute so wertvoll, dass Männer den Sand rot färben würden, um sie zu kriegen. Von einer Piratenkönigin, mutig und gefährlich, die vor nichts zurückschreckt, um ihn zu finden. Von einem monsterhaften Leviathan. Von den Kammerjägern, die zur Wüstenstadt Oasis reisten, nichts ahnend von den Schrecken, die sie dort erwarteten. Na, kapiert? So geht das. Meins war kürzer. Dein Leben wird auch gleich kürzer, du kleine Drecksweise. Willkommen in meiner geliebten Stadt Oasis, Fremder. Wenn du mich nun bitte vor den dreckigen Sand Pirates retten könntest, die mir mein Wasser stehlen wollen. Blöder Schatzsucher! Halt still! Dann verwendet Sandman deinen Brustkasten nicht als Hutablage. Ein verdammter Kammerjäger! Das zieh dich aus, Oasis! Das wird jetzt ziemlich wehtun. Vielen Dank, mein Freund. Ja. Jetzt, wo mein Wasser sicher ist, lass uns persönlich sprechen. Wie Menschen. Was für ein Krawall kommt da aus Oasis? Oh, sehe ich da einen Kammerjäger? Ich bin Captain Scarlet und irgendwas sagt mir, dass du es auf den Schatz abgesehen hast, genau wie ich. Also, es gibt zwei Möglichkeiten. Wir arbeiten zusammen und teilen uns den Schatz oder wir versuchen uns gegenseitig zu killen. Oder beides. Komm zu mir nach Wormwater, ja?
bin Shade und du bist der coolste Typ, den ich kenne. Bitte geh nicht. Bitte. Die Bevölkerung von Oasis dankt dir. Falls du nach dem Schatz des Sandes suchst, solltest du mit Captain Scarlet sprechen. Sie sitzt im Wormwater. Du brauchst ein Sandskiff, um hinzukommen. Nimm meines, ist das Mindeste, was ich tun kann für den Fremden, der die vielen lebenden Menschen in meiner Stadt gerettet hat. Oh, du bist so cool. Heute viel Arbeit für dich, mein Freund. Sandskiff zufällig gerade explodiert, sodass du noch ein wenig hier bei mir in Oasis bleiben musst? Verflixt aber auch. Nun, meine Freunde haben bestimmt einige Sandskiff-Teile. Sie sind sehr freundlich und lebendig. Sprich mit ihnen, aber sei vorsichtig. Wenn du auf die flachen Sandflecken trittst, werden die Sandraupen dich hören und fressen. Und wer leistet mir dann Gesellschaft? Ich fühle mich heute sehr gut und nicht tot vor Durst. Wie geht es dir? Ah, du hast Lionel getroffen. Wie geht es dir, Lionel? Noch nicht verdurstet. Wem sagst du das? Wie geht's der Familie? Nun, sie. Und Ende. Das ist eine tolle Geschichte, Lionel. Mein Freund, ich glaube, er hat irgendwo eine Triebwerkssicherung versteckt. Sie gehört dir. Sandskiff-Teile mehr, dann kannst du dich auf den Weg zu Captain Scarlet und dem verlorenen Schatz machen. Wie toll, dass du mich ganz allein lassen wirst.
Bitte, eine neue Person hat Oasis verlassen, um mit mir zu sprechen. Und diese Person sieht auch noch so gut aus. Oh, das ist Mrs. Blavis. Sei vorsichtig, sie flirtet ohne Unterlass. Ich komme mir bei ihr immer vor wie ein Stück Fleisch. Ich habe ihr vor einigen Wochen einen Kühlmittelverteiler geschenkt. Nimm ihn dir. Könnte ich wohl Pommes Fritz zu dem Shake haben? Du bist sehr attraktiv. Man nennt mich Joko, den Joker, und ich bin ein echter Scherzkeks. Hey, was ist der Unterschied zwischen einem Skag und Wasserknappheit? Gibt keinen. Sie bringen mich beide um. Ein echter Schelm, dieser Joko. Der hat sich neulich für eine seiner Witzgeschichten einen meiner Druckregulatoren geliehen. Finde ihn, und er gehört dir. Ich bin Jennifer, Klamotten und Jungs und Highschool und Tratsch. Das ist Jennifer, nettes Mädchen, aber ziemlich naiv. Ich glaube, sie hat einen Magnet-Overthruster, den du für das Sunskiff brauchen kannst. Jetzt hast du alles, was du brauchst, um das Sunskiff neu zu bauen. Dank der lieben Leute von Oasis. Ach, gut, dass wir so viel Wasser haben, sonst wären wir noch an Austrocknung gestorben. Bring bitte die Teile, die du gesammelt hast, an dem Sunskiff an. Du kannst es dann einscannen und von jeder Catch-a-Ride-Station generieren lassen.
Gefährt. Wundervoll. Drück bitte diesen Knopf, um das Gefährt ins Catch-a-Ride-System einzuscannen. Wenn du willst. So, jetzt kannst du dir an jeder Catch-a-Ride-Station ein Sandskiff generieren lassen. Doch bevor du zu Captain Scarlet aufbrichst, musst du nochmal zu mir kommen. Hatte keinen Grund, dass ich dich herbestellt habe. Ich hab dich nur gern um mich. Du bist... Captain Scarlet sucht den Schatz des Sandes schon seit einigen Jahren. Du solltest mit deinem Sandskiff losfahren, um sie zu treffen. Oasis braucht deine Hilfe, mein Freund. Du hast Jocko getroffen, ja? Er ist ein einfacher Mensch mit sehr großen Träumen. Er möchte ein Sand Pirate sein, weißt du? Er wäre bestimmt super happy, wenn du ihm ein paar Piratenprothesen bringen würdest. Zähne, Holzbeine, halt solche Sachen eben. Hab heute viel Arbeit für dich, mein Freund. Freund, ich habe eine heikle Aufgabe. Du kennst doch Natalie, oder? Die örtliche Sexbombe. Sie und ich sind, man könnte sagen, zusammen. Ich wollte sie zu meiner Frau machen, aber ich habe den Verlobungsring verloren. Könntest du ihn für mich suchen? Bitte. Meine Urgroßmutter war eine Sandpiratin hier in der Gegend, aber ich will nicht, dass das jemand erfährt. Ihr altes Schiff liegt gleich vor Oasis. Du musst es versenken und alle Beweise für ihre Untaten vernichten. Hol dir den Sprengstoff, den ich für dich hinterlegt habe. Hey, Kammerjäger, du musst mir helfen. Meine Oma war eine Freundin von Captain Blade, dem Typ mit dem Schatz. Er hat meiner Oma seinen kleinen Stalker hinterlassen, als er starb, und sie hat sich um ihn gekümmert und so. Aber dann ist sie auch gestorben und hat ihn mir hinterlassen. Aber ich will keinen verdammten Stalker haben. Stalker sind eklig. Sei so gut und kill ihn. Da ist irgendwo ein Oasis.
hast eine von Captain Blades Flaschen gefunden. In der Flasche findest du einen Schlüssel. Der Schlüssel öffnet eine Kiste. Die Kiste enthält Beute. Die Beute wird dir helfen, Feinde zu töten. Finde die Kiste, Freund. Tagebuch. Musste heute wieder eine Hinrichtung vortäuschen. Einer der Köche stahl was aus der Schatzkammer. Ich musste also so tun, als würde ich ihn killen, um den Rest der Crew bei der Stange zu halten. Hab ihm genug Geld gegeben, dass er verschwinden kann, und hab ihn mit einer Platzpatrone über Bord geschossen. Höllisch anstrengend, dauernd den furchtbaren Captain Blade zu spielen. Du hast Captain Blades dämlichen Stalker gekillt. Yeah! Geh wieder zum schwarzen Brett, dann bezahle ich dich.
gefunden? Was für ein Glückstag! Bitte, ich bin zu schüchtern, um ihr den Antrag selbst zu machen. Könntest du Natalie vielleicht bitten, mich zu heiraten? Ich halte nichts von heiraten. Tut mir leid, Shade, aber die Antwort ist nein. Sie hat nein gesagt. Oh, Schmerz. Ich hab dir mein Herz geschenkt, Natalie. Komm zurück, Freund. Wenigstens du hast mich noch nicht verraten. Yippee!
dazu. Oh, Gott sei Dank, du hast den Whisky. Frank wurde schon gewalttätig. Bitte, bring ihm das Zeug. Taffer Kerl, der mit knurriger Stimme taffes Zeug redet. Ich kann... Band beschädigt. Du hast ein Problem, Frank. Du bist so betrunken, dass du Unsinn redest. Bitte komm wieder zu mir, Freund. Ich fürchte, Frank ist nicht mehr zu helfen. Vielleicht sollte ich, wie sagt man doch gleich, intervenieren.